Heute sprechen wir mal über Betrug im Urlaub bzw. Betrug bei Buchungen von Apartments. Und ich würde auch von mir eine kleine persönliche Geschichte erzählen, wie mal versucht wurde, eventuell bei mir einen Betrug durchzuführen. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. An erster Stelle würde ich dich wirklich sehr bitten, sich dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Und wenn du dann der Meinung bist, dass dieses Video vielleicht anderen Leuten vor Betrug helfen könnte, es dann auch in den verschiedenen Social-Media-Plattformen zu teilen. Leider kann man derzeit öfters im Internet lesen, dass Leute um ihr Geld betrogen worden sind, wenn es um Apartmentbuchungen geht. In diesem Video möchte ich gerne ein bisschen erklären, wie man eventuell einen Betrug voraussehen kann, ja, und wie man sich eventuell dann auch von vornherein davor schützen könnte. Also es fängt ja im Prinzip so an, dass jemand, der ein Apartment sucht, zum Beispiel auf Facebook in einer bestimmten Urlaubsgruppe, einen Beitrag erstellt, dass er für einen bestimmten Zeitraum ein Apartment sucht. Und hier hätten wir vielleicht auch schon den ersten Punkt, wo man vielleicht auch schon ein bisschen wachsamer sein sollte. Der Betrüger wird in der Regel nicht unter deinem Beitrag kommentieren, sondern wird dich immer persönlich anschreiben. Warum macht er das? Aus folgendem Grund: Es ist ja möglich, dass er schon andere Leute aus dieser Gruppe betrogen hat und die könnten dich dann ja vorwarnen, wenn er öffentlich schreibt, dass er dir ein Apartment anbieten möchte. Und man merkt, dass auch die Betrüger sich weiterentwickelt haben. Früher war das ja so, dass die meistens einen in einem sehr schlechten Deutsch angeschrieben haben. Man hat einfach gesehen, dass es einfach nur eine ganz schlechte Übersetzung vom Google Translator ist. Mittlerweile sind das wirklich schon teilweise auch Betrügergruppen, die auch die deutsche Sprache perfekt beherrschen oder die Sprache, in der die gerade betrügen wollen, wirklich perfekt beherrschen, um auch wirklich unauffällig zu sein, um auch wirklich auf den ersten Blick seriös zu wirken. Wenn ihr euch dann jetzt über Apartment und Zeitraum einig seid, kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar die Vorzahlung oder die Bezahlung und der Vertrag. Und das sind dann auch zwei, drei Sachen, worauf ihr achten solltet. In der Regel sieht das dann so aus, dass euch der Betrüger per E-Mail einen Vertrag zusendet, den ihr unterschreiben sollt und dann natürlich zurückschicken sollt. In diesem Vertrag sind dann halt diese Standardsachen drin geschrieben, als Adresse vom Apartment eventuell, vielleicht Inhaber des Apartments, Schlüsselübergabe und so weiter und so fort. Also wie halt ein wirklicher, ganz normaler Standardvertrag aussieht. Er wird euch dann jetzt auch zur Zahlung bitten und ja, je nachdem, was ihr abgemacht habt, müsst ihr vielleicht eine anteilige Summe zahlen, das heißt eine Reservierungsgebühr von vielleicht 10-20%. Manchmal will er auch die ganze Quote sofort haben, vielleicht auch nur die halbe Quote. Also das ist wirklich individuell, das macht ihr dann mit dem Betrüger selber aus. Aber wo ihr jetzt vielleicht darauf achten solltet, ist, dass er immer eine Standardüberweisung möchte. Also wenn ihr zum Beispiel anbieten solltet, per PayPal zu zahlen, wird der Betrüger entweder kein PayPal haben oder es einfach nicht akzeptieren. Aus dem Grund, weil bei PayPal habt ihr ja den Käuferschutz und ja, der Betrug würde dann ja nicht durchgehen. Eine weitere Sache, worauf ihr vielleicht auch noch achten solltet, ist, wenn es ein Konto aus dem Ausland ist, da solltet ihr ganz, ganz, ganz vorsichtig sein. Sobald ihr das Geld ins Ausland überweist, wird das ganz schnell weiter transferiert und weiter und weiter und weiter und dann habt ihr eigentlich gar keine Chance mehr, dahinter zu kommen. Ein weiterer Punkt, wo ihr vielleicht auch aufmerksam sein solltet, ist, wenn der, der mit euch schreibt und Kontoinhaber wirklich zwei verschiedene Personen sind. Wenn das wirklich eine Privatperson ist, die euch ein Apartment anbietet, dann sollte eigentlich die Person, die mit euch schreibt und der Kontoinhaber die gleiche Person sein. Wenn es dann eine Firma sein sollte und er es vielleicht gewerblich macht, sollte dann auch die Kontonummer eventuell ein gewerbliches Konto sein. Also das sind dann auch immer so diese zwei, drei Sachen, worauf ihr dann wirklich achten sollte. Wenn es dann zu der Überweisung kommen sollte, möchte der Betrüger auch in der Regel ein Beweisfoto haben, dass ihr auch wirklich die Überweisung durchgeführt habt. Spätestens, wenn er dann das Foto gekriegt habt und er auch sieht, dass ihr die Überweisung im Auftrag gegeben habt, wird er sich dann nicht mehr bei euch melden. Also selbst wenn ihr vorher eine Telefonnummer von ihm hattet, wird er nicht mehr ans Handy gehen. Ihr werdet mit sehr großer Wahrscheinlichkeit bei Facebook blockiert sein. Ihr werdet keine SMS mehr zu ihm schreiben können. Also das ist wirklich so, als ob ihr ihn gar nicht gekannt habt. Der Kontakt ist von jetzt auf gleich komplett abgebrochen. Und spätestens da solltet ihr dann auch
aussehen, dass ihr gerade betrogen worden seid. Wie erkennt man aber jetzt ein Betrügerprofil und was solltet ihr machen, wenn ihr angeschrieben werdet? Also an allererster Stelle googelt einfach mal den Namen der Person, die euch angeschrieben hat und das Apartment, welches euch angeboten wurde. Dann solltet ihr auch schon die ersten Informationen kriegen, wer überhaupt diese Person ist. Wenn ihr da nichts findet, schreibt doch einfach mal in den Facebook-Gruppen. Eröffnet einfach mal einen neuen Beitrag mit der Frage, ob jemand diese Person kennt, ob jemand vielleicht schon bei der Person ein Apartment gebucht hat. Ihr könnt auch in der Suchleiste in den verschiedenen Facebook-Gruppen einfach mal den Namen der Person eingeben. In der Regel sollten dann alle Beiträge rauskommen, die mit der Person in Verbindung gebracht worden sind. Das heißt, wenn er schon mal vorher einen Betrug durchgeführt hat und die Person das schon mal irgendwo erwähnt hat, dann wird der Beitrag aufleuchten und dann seht ihr auch, dass es sich hier um einen Betrüger handelt. Also da schon mal vielleicht die erste Recherche machen. Ein typisches Betrügerprofil erkennt ihr auch daran, dass die sehr dünn sind. In der Regel haben die kein eigenes Profilbild, die haben kaum Facebook-Freunde, auch die Beiträge, die sind wirklich sehr, sehr mager. Das sind dann auch schon mal so die Anzeichen, wo ihr vielleicht mal darauf achten solltet und dann auch vielleicht schon mal die Alarmglocken angehen sollten, dass es sich hier eventuell um einen Betrüger handelt. Wo könnt ihr aber jetzt sicher eure Reise bzw. Urlaub oder Apartment buchen? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Ihr könnt entweder in ein Reisebüro gehen und dort ganz normal euren Urlaub buchen oder ihr könnt das auch zum Beispiel so wie ich machen und Online-Portals nutzen. Und ich habe da so meine drei Favoriten. Das ist einmal booking.de. Das ist airbnb.de und slowhop.com. Alle drei Seiten packe ich euch später auch nochmal unten in der Videobeschreibung rein. Dann könnt ihr da vielleicht auch nochmal reinschauen, falls ihr die Seiten schon nicht kennt. Und wer mich und meine Videos kennt, weiß auch, dass ich sehr oft an der Ostsee unterwegs bin und hier und da auch mal ein Apartment vorstelle. Den Playlist zu den Apartments packe ich euch auch später nochmal in der Videobeschreibung rein. Dann könnt ihr die euch vielleicht auch mal anschauen. Vielleicht ist auch das ein oder andere Apartment bei, was euch gefallen würde. Dann könnt ihr auch dieses buchen. Und da kann ich euch wirklich so 100% sagen, dass es sich da nicht um Betrüger handelt. Und auch nochmal vorweg, das sind keine gesponserten Videos oder sonst irgendetwas, also ich werde nicht dafür bezahlt und hier ist auch keine Meinung gekauft. In den meisten Fällen ist das sogar so, dass die Inhaber der Apartments nicht mal wissen, dass ich dort Videos drehe. Bevor ich euch gleich meine persönliche Geschichte erzähle, wie eventuell bei mir versucht wurde, einen Betrug durchzuführen, möchte ich noch ganz kurz erwähnen, auf welche Betrügereien ihr achten solltet, wenn ihr irgendwo im Touristengebiet seid. Jeder, der vielleicht schon mal von euch im Kolberg oder am Mistreu war, kennt mit ganz großer Wahrscheinlichkeit die Hütchenspieler. Und das Hütchenspiel ist im Prinzip ein ganz einfaches Spiel. Man hat drei Hütchen oder drei Becher, das ist jetzt eigentlich egal. Und man muss unter einem dieser Becher einen Gegenstand erraten. Und wenn ihr das dann errät, gewinnt ihr dann Geld oder je nachdem, was ihr einsetzt, kriegt ihr dann das Doppelte in der Regel zurück. Dieses ganze Hütchenspieler-Team besteht aber aus mehreren Personen. Also man hat einmal den Hütchenspieler selber und dann hat man da seine Leute, die im Prinzip euch einen Gewinn vortäuschen. Also das sind die, die auch wirklich aktiv mitspielen und ja, dadurch sollt ihr sehen, dass es doch möglich ist zu gewinnen. Und sobald die dann sehen, dass ihr Interesse habt und Interesse zeigt, bedrängen die euch dann auch. Also die ermutigen euch dann auch mitzuspielen eventuell und auch Geld einzusetzen und ja, dass ihr dann auch das Doppelte wieder rausholen könnt, weil die Kollegen, die da ja mitspielen, also die zum Hütchenspielerteam dazugehören, die gewinnen ja auch. Und spätestens, wenn ihr da mitspielen solltet, könnt ihr euch aber auch zu 100% sicher sein, dass euer Geld weg ist. Tut mir einen Gefallen, geht einfach an diesen Leuten vorbei. Also das ist wirklich zu 100% eine Betrügermasche und ihr werdet zu 100% euer Geld verlieren. Geht einfach an den Leuten vorbei, ignoriert die, zeigt denen keine Aufmerksamkeit. Versucht auch bloß nicht irgendwelche Fotos oder Videos zu machen, die können auch sehr, sehr, sehr aggressiv werden und glaubt es mir, die haben keine Scheu davor, mal drauf zu hauen oder sonst irgendetwas. Also tut mir einen Gefallen, geht einfach an diesen Leuten vorbei und dann seid ihr auf der sicheren Seite und verliert auch kein Geld. Und jetzt erzähle ich euch, wie bei mir versucht wurde, eventuell einen Betrug durchzuführen. Es war vor circa einem Jahr. Ich habe letztes Jahr schon nach einem Apartment geschaut für dieses Jahr. Und ich weiß, ein Jahr im Voraus zu buchen ist ein bisschen früh, aber ja, das ist vielleicht so eine deutsche Angewohnheit von mir.
Und wie ich auch gerade erwähnt habe, habe ich da meine drei Favoritenseiten, die ich nutze, um mir Apartments zu buchen. Und in diesem Fall war es Airbnb.de. Und ich habe auch ein tolles Apartment in Kolberg gefunden, was mich interessiert hat. Und dieses wollte ich für 6 Tage buchen. Und bei Airbnb ist das dann so, dass man dann halt einfach sein Datum einträgt, wann man buchen möchte, sendet das ab und dann hat der Vermieter oder der Inhaber des Apartments 24 Stunden Zeit zu antworten, ob er es dir vermietet oder nicht. Ich habe dann eine Antwort vom Vermieter gekriegt, dass er sich sehr wundert, dass ich schon ein Jahr im Voraus das Apartment buchen möchte. Und er hat ja noch gar keine Preisänderung, gar keine Regeländerung vorgenommen. Und ja, er hat mich dann darum gebeten, eventuell das Apartment anstatt für 6 Tage, für 7 Tage zu buchen, da er eigentlich vorhatte, für diese Saison einen Mindestaufenthalt von 7 Tage zu machen. Aber ich habe mich dann darauf geeinigt. Ich persönlich hatte auch gar kein Problem damit, das dann für 7 Tage zu buchen. Ich hatte nur die Voraussetzung, und das habe ich dann auch dem Herrn geschrieben, dass sich der Tagespreis nicht ändern sollte. Der hat dann auch eingewilligt und hat gesagt, ja, das ist überhaupt gar kein Problem. Er kann mir aber auch anbieten, dieses ganze Apartment buchen außerhalb Airbnb zu machen, dann würde ich mir auch nochmal die Servicegebühren sparen. Das ganze Apartment hat, glaube ich, 4000 Zloty gekostet. Mit den Servicegebühren wären es dann, ich glaube, 4700 so ungefähr. Ich weiß das jetzt nicht mehr so zu 1000%, aber ich hätte wirklich in diesem Fall ungefähr 700 Zloty sparen können. Und ich habe dann den Inhaber zurückgeschrieben, dass ich kein Problem hätte, auch die Servicegebühr zu zahlen, dass ich das gerne über Airbnb laufen lassen möchte, weil ich mich dann einfach sicherer fühle und dann auch einfach auf der sicheren Seite bin. Plötzlich hat mir der Herr nicht mehr zurückgeschrieben. Der hat mir einen Tag nicht zurückgeschrieben, 2 Tage nicht mehr zurückgeschrieben. Dann habe ich ihn nochmal angeschrieben und gefragt, ja, wie das jetzt mit dem Apartment aussieht, ob ich jetzt das Apartment kriege oder nicht. Dann hat er mir in diesem Moment zurückgeschrieben, dass er doch gerade in Brasilien sei und ja, mir das Apartment nicht vermieten könnte, da er wohl einen Dauermieter für den ganzen Sommer hätte. Ich habe das dann auch so komplett akzeptiert. Für mich war das dann auch in Ordnung. Aber das kam mir dann auch schon ein bisschen komisch vor. Und ich war in diesem Moment wirklich sehr froh, dass ich nicht den Deal außerhalb Airbnb eingegangen bin. Also ich kann dem Betrüger jetzt nichts oder ich kann diesen Herren jetzt keinen Betrug nachweisen. Aber mir kam das schon ein bisschen komisch vor. Ich habe jetzt vor kurzem nochmal bei diesem Herren auf Airbnb geschaut, ob es das Apartment überhaupt zur Verfügung gibt jetzt für diesen Sommer. Und man muss sagen, für diesen Sommer sind wirklich noch Termine frei. Also der hat das wirklich nicht irgendwie dauervermietet. Und es ist auch nicht so, dass er einen Mindestaufenthalt von 7 Tage haben wollte, sondern von 5 Tage. Zumindest ist das derzeit der Fall. Und heute kann ich wirklich sagen, ich bin wirklich froh, dass ich nicht den Deal außerhalb Airbnb eingegangen bin, um diese 700 Zloty zu sparen. Und ja, da habe ich mir jetzt woanders etwas gebucht, aber ich habe auf jeden Fall mein Geld behalten können. Was denkt ihr zu der ganzen Sache? Hat es sich dort um einen Betrug gehandelt oder war das vielleicht wirklich nur reiner Zufall? Ihr könnt mir das mal gerne in den Kommentaren hinterlassen. Auch würde ich mich so über Kommentare freuen. Vielleicht habt ihr schon mal selber irgendetwas erlebt. Vielleicht wurdet ihr selber auch schon mal betrogen. Hinterlasst mir das mal bitte in den Kommentaren. Ich würde mir das mal gerne durchlesen und vielleicht auch darüber in Zukunft berichten, welche Betrügereien es sonst noch gibt, um vielleicht auch andere Leute vorzuwarnen. In diesem Sinne danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Vielen lieben Dank dafür. Ich wünsche dir noch einen schönen Urlaub. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.